Politische Entscheidungen beeinflussen auch die Kurse an den Börsen. Aktuell machen vielen die Energiepreise Sorgen. Dazu kommt noch, dass die Lagerbestände vor allem beim Gas niedrig sind. Die neue Bundesregierung will sich nun unabhängiger machen vom russischen Gas. Alternativen liegen vor allem bei den erneuerbaren Energien. Deutsche Produzenten von Solaranlagen gibt es inzwischen allerdings kaum noch. Mehr dazu nun von unseren Kollegen aus der Frankfurter Börsenredaktion. Wie steht es um die deutsche Solarbranche, um die Solarenergie? Und darüber möchte ich sprechen mit der Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, Professorin Claudia Kempfert. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzliche Grüße nach Berlin. Ich möchte ein bisschen auf die Vergangenheit schauen. Also es war wirklich ein Boom hier, ein echter Hype, was Solaraktien anbelangte. Aber ganz viele Unternehmen gingen dann pleite, verschwanden vom Kurszettel oder wurden ins Ausland verkauft. Was lief da schief? Ja, mehrere Dinge sind da passiert. Das eine ist, dass wir einen zunehmenden Weltmarkt haben. Also gerade die Konkurrenz aus China hat hier stark zugelegt. Das ist ja auch gut, denn die Kosten sind gefallen und man kann auf sehr preiswerte Module auch zurückgreifen. Aber das hat die Anbieter auch in Deutschland, in ganz Europa unter einem erheblichen Kostendruck gesetzt. Und das zweite ist, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland massiv verschlechtert wurden. Hier hat man sehenden Auges auch zugelassen, dass wichtige Industriearbeitsplätze verloren gingen, sehr, sehr viele Arbeitsplätze verloren gingen, die wir eigentlich bräuchten. Und dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen in Deutschland so stark verschlechtert haben, gerade was Ausschreibungen angeht, was Genehmigungsverfahren angeht, all das wurde zu Ungunsten der erneuerbaren Energien entschieden. Und da will man jetzt ja auch raus. Man will das ja jetzt ändern mit der neuen Regierung. Aber das hat die Branche wirklich belastet. Genau, und nicht nur die Branche, sondern auch Investoren. Da stehen ganz hohe Verluste ganz am Ende. Sie haben Subventionen angesprochen. Viele Subventionen flossen natürlich auch nach China. Auch die Branche muss sich an die eigene Nase packen. Man hat sich so ein bisschen auch darauf ausgeruht, neue Investitionen immer einen Schritt weiter voraus zu sein. Diesen Anreiz gab es durch die Subventionen nicht. Na, ich wäre nicht ganz so hart im Urteil, denn in der Tat ist es so, dass die Konzerne doch sehr stark gebeutelt wurden, eben auch durch diese Rahmenbedingungen, die verschlechtert wurden. Man hat dort schon das Möglichste auch getan, auch innovativ zu bleiben, auch Investitionen zu tätigen, gerade auch in neuere Module, in auch die Wechselrichter oder auch Digitalisierungstechnologien. Die Qualität der Module ist höher, auch in Deutschland, in ganz Europa. Und jetzt kommt eben auch ein boomender Markt hinzu. Also da hat man wirklich auch die Rahmenbedingungen stark verschlechtert, auch für die Anbieter, die es wirklich auch versucht haben und es auch können und auch mithalten können im internationalen Wettbewerb. Aber wenn China hier auf Dumping geht, und das ist nun mal passiert, dann ist es da schwer mitzuhalten. Aber auf der anderen Seite muss man da jetzt irgendwie durch. Es wird in der Tat zunehmen, der Boom wird jetzt kommen und die Konzerne, die noch da sind, sind gut aufgestellt. Ich hoffe, dass wieder neue dazu kommen, weil wir brauchen diesen Markt sehr, sehr dringend. Der Markt, der Photovoltaikmarkt, ist im Jahr 2021 um 10% gewachsen. Ich würde sagen, von Boom kann man da noch nicht sprechen. Was muss denn da noch geschehen? Ja, also wir sind am Beginn eines Booms. Wir haben ja jetzt den europäischen Green Deal. Die Rahmenbedingungen haben sich eben so verändert. Fossile Energien sind sehr teuer. Solarenergie wird immer billiger. Auch die Kostendegression findet dort statt. Jetzt geht es darum, diesen Booster auch zu zünden, auch gerade in Deutschland die Ausschreibungen zu erhöhen, Rahmenbedingungen zu verbessern, Genehmigungsverfahren zu erleichtern in ganz Europa. Aber auch weltweit wird die Nachfrage jetzt massiv zunehmen, dadurch, dass wir so hohe Öl- und Gaspreise haben und immer mehr Länder auch Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Und da spielt die Solarenergie eine gigantische Rolle. Das heißt, wir sind hier tatsächlich am Beginn eines riesigen Marktes.